Augmented Reality verändert die Welt. In Lehrbüchern können dank Augmented Reality von 3DQR theoretische Inhalte mit spannenden Visualisierungen erweitert werden. Anstatt nur eine zweidimensionale Abbildung zu betrachten, rufen Azubis interaktive Augmented Reality-Szenen auf ihren Smartphones auf. Auch im praktischen Unterricht wird Augmented Reality von 3DQR verwendet, um etwa Anleitungen für Auszubildende direkt an Maschinen zu platzieren. Das Besondere ist, dass die dafür notwendigen Szenen vom Ausbilder selbst im 3DQR-Studio erstellt wurden. Die Selbstständigkeit, die diese Software-Suite bringt, ist einmalig und wurde gezielt dafür entwickelt, von jeder Person benutzt zu werden. Mit dem 3DQR-Studio lassen sich viele Augmented-Reality-Anwendungen ohne Programmierkenntnisse und mit geringen initialen Investitionen umsetzen. Erfahren Sie mehr auf 3DQR.de und vereinbaren Sie gern einen unverbindlichen Beratungstermin. Moin, moin, servus, Christi und hallo, herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Mein Name ist Christian Steiner, mit dabei ist der Ben. Moin. Und der Max. Ich grüße hallo. Euch. Und ich habe mich zuerst genannt, das tut mir leid. Du bist ich der Esel. Aber ich habe keine Erziehung genossen. Das ist einfach so, bei mir ist alles ein bisschen schief gelaufen. Ja, du Armer. Deswegen habt ihr mich dankenderweise aufgenommen. Wir dürfen kein Smalltalk mehr machen. Oh, okay. Das heißt, über alles, was jetzt vorher passiert ist, schweigen Diskussionen um vegane Plätzchen, ja. Diskussionen um Machtverschiebungen in einer Ehe, das war spannend und schön mit euch, aber wir müssen skippen jetzt, okay? Knallhart skippen, okay. Thematisch reingehen. Es wird eine Mischung diese Woche, es wird eine gemischte Tüte, unser Podcast. Wir haben so viel spannende Themen, dass wir uns eigentlich gar nicht entscheiden konnten, aber wir haben zumindest schon mal entschieden, mit welchem Thema wir anfangen, und das ist die brandheiße, frisch aus dem Ofen kommende, ich krieg die Plätzchen nicht aus dem Kopf, frisch aus dem Ofen kommende News, dass Meta Quest 2, sagen wir es komplett, Meta Quest 2 und Meta Quest Pro in Deutschland verkauft werden können, bald, hoffentlich. Endlich kann ich mir eine zweite kaufen. Eine zweite Quest Pro? Ja. Dann habe ich doch mehr, also mehr ja. Field of View und so. Für jedes Auge eine, genau. Nein, was ändert das für euch? Was waren eure ersten Gedanken dazu, als ihr diese Nachricht gelesen habt? Das erste war, mein Gott, hat das lang gedauert. Ja, also ich habe den Artikel ja geschrieben und ich musste auch erstmal recherchieren, weil ich mir nicht sicher war, ob das in meiner Erinnerung tatsächlich schon so, also ob ich mich täusche, aber es ist tatsächlich schon 2 Jahre. Ja. Ich fand da halt den besten Kommentar unter dem Artikel war, da Meta bald bestenfalls nur noch eine mittelständische Firma, vielleicht auch bloß noch ein reines Familienunternehmen sein wird, haben die auch nichts mehr von den Kartellbehörden zu befürchten. Ja. Ich glaube, so viel Mitleid hat das Kartellamt nicht. Jetzt muss man das Ganze aber natürlich auch einordnen. Nicht das Kartellamt oder nicht, also nicht die Behörden haben sich erbarmt und jetzt endlich freigeschaltet, sondern es war ja immer auch die Diskussion. Mix selber stand ja auch mit dem Kartellamt in Kontakt und hat da immer mal wieder nachgefragt. Und die Antwort war ja, an uns liegt es nicht. Ja, also die Auflagen sind da und der nächste Schritt, der seit 2 Jahren nicht getan wurde, kam von Meta. So, und den sind sie jetzt gegangen. Ja. Ja. Es ist halt eine etwas merkwürdige Art des Marketings, der Kommunikation sowieso. Also wir haben auch nur über dritte Quellen davon erfahren. Das heißt also, Meta ist auch gar nicht irgendwie pressemäßig auf uns zugegangen oder auf irgendjemanden zugegangen. Das ist jetzt ganz plötzlich einfach so und ist dann auf Nachfrage bestätigt worden. Es passt so ein bisschen zu einer, wie soll ich sagen, noch nicht ausgereiften, ich sag's mal freundlich, noch nicht ausgereiften Strategie, wie bringen wir eigentlich unsere Geräte und unsere Angebote in den Markt hinein. Ich glaube, da wird unfassbar viel ausprobiert. Da ist dann auch im vorauseilenden Gehorsam im Prinzip die Quest erstmal in Deutschland nicht gemacht worden. Vielleicht ist da auch so ein bisschen spekuliert worden, dass man
ne, vielleicht ein Zeichen setzen kann, naja, dann kriegt ihr halt unsere Geräte hier nicht. Und dann werden, und das war ja auch so ein bisschen das, was dann der Bosworth dieses Jahr nochmal angeregt hatte, die Kunden und Kundinnen, die das gerne haben wollen, die sollen sich doch bitte an das Amt wenden. Das war eine coole Nummer. Entsprechend Druck machen. Das ist alles eine sehr inkonsistente Strategie. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich das jetzt in Zukunft entwickelt. Also ich glaube schon, dass durchaus ein paar mehr Verkäufe jetzt in Deutschland möglich sind, dadurch, dass es halt wirklich direkt bezogen werden kann. Ne? Viele trauen sich vielleicht nicht irgendwie dann in Frankreich oder in Italien zu bestellen, auch natürlich wegen der Sprachbarriere. Man traut vielleicht den Übersetzungstools nicht so richtig und weiß nicht genau, wo klicke ich jetzt drauf. Das kann natürlich sein, aber den Riesen-Impact erwarte ich eigentlich erst zur nächsten größeren Veröffentlichung. Da ist es dann wichtig, das wäre dann die Quest 3. Ich glaube auch, dass es mit der Grund, warum das so unspektakulär über die Bühne geht. Ja, also ich meine, bei Quest 2 haben sie meiner Meinung nach echt eine Chance verpasst. Das war so das Gefühl am Anfang, dass dieses Gerät bei Launch und mit diesem Antrieb, den es auch dann im ersten Jahr gerade verspürt hatte. Ich finde auch jetzt, die letzten 12 Monate hat das alles ein bisschen nachgelassen. Ja, wo ist ein Splinter Cell? Wo ist ein San Andreas? Also bis so, ich sag mal, alles vor Resident Evil 4 war einfach, hat sich cool angefühlt, so, da war richtig Stoff hinter und diesen Hebel, dieses Momentum haben sie einfach hier in Deutschland dann verpasst, konnten das nicht wirklich nutzen, was insoweit ja kurios war, weil es gab ja trotzdem teilweise Werbung auf Facebook, zumindest bei mir, dass ich mir dieses Gerät mal ansehen sollte und kaufen sollte, also sie waren sich, glaube ich, der Tatsache bewusst und das ist es, was ich mir vorstellen kann, sie waren sich im Klaren darüber, okay, wir kriegen das nicht gehandelt, wir werden es, weil es gab damals noch keinen Meta-Account, es gab keinen Neutrum, wir kriegen es nicht gehandelt, die Bubble wird sich das Gerät eh schon irgendwie besorgen können und ich glaube, der Plan ist mehr oder weniger aufgegangen, ja, am Ende auch hier wieder global gesehen, Deutschland ist definitiv ein wichtiger Markt, aber jetzt auch nicht der wichtigste oder einer der wichtigsten, ja. Sind, glaube ich, schon ziemlich viele tech-begeisterte Menschen am Start, oder? Ja, und unsere Pro-Kopf-Ausgaben waren bis Anfang des Jahres auch immer, glaube ich, gerade für Technologie recht hoch. Also wir hatten, was das Thema angeht, ist ja auch die Käuferschaft in Deutschland schon definitiv da. Auch viele Early Adopter, immer wieder technikinteressierte Menschen. Das hat man in so Umfragen, ob sie repräsentativ sind, weiß ich nicht, aber in so Statistiken hat man das immer gesehen, dass Technologie und neue Technologie in Deutschland viel gekauft wird. Aber um den Kreis kurz zu schließen, bei Quest Pro war ihnen, glaube ich, von Anfang an klar, das ist eh kein Konsumergerät. Also brauchen wir da jetzt für Quest Pro brauchen wir auch keine Bemühungen eben anstoßen. Und jetzt ist es halt irgendwie passiert oder es passiert jetzt bald, dass das Ganze möglich ist. Und ich bin total bei dir, Ben. Sie haben es vor allem für den Launch von Quest 3 jetzt vorbereitet, die nächstes Jahr kommen wird, die nach allem, was wir wissen, an Konsumer gerichtet sein wird. Aber ich musste mich schon fragen, dass dadurch, dass das jetzt gerade passiert, ob das auch so ein bisschen Picos Verdienst ist, weil sie gerade ja schon zumindest in der Werbebubble gut vorpreschen können auf dem Markt hier. Sie können Werbung machen, sie können das Gerät verkaufen. Es ist nicht so, dass du das Gerät jetzt irgendwie beim Mediamarkt oder bei den großen Ketten angeboten bekommst, in irgendwelchen schicken Aufstellungen oder so. Aber prinzipiell können sie das Teil schon bewerben. Also ich glaube, also könnte man jetzt vermuten, allerdings sind die Verkaufszahlen nach dem, was wir gehört haben, ja auch nicht so hoch. Ich glaube auch nicht. Es ist ja nicht so, dass es jetzt quasi, oh nein, das Gerät kommt, wir müssen jetzt schnell das machen, sondern wir wissen ja, dass dieser Prozess schon relativ lange läuft. Wir haben ja auch, sag ich mal, schon vorher Gerüchte gehört, dass man hofft, es vor Ende des Jahres hier auf den Markt bringen können. Und dieses Gerücht ist schon ein bisschen älter. Ja. Und deswegen denke ich es einfach, also ich bin froh, dass ich das nicht weiß, wie das abläuft mit dem Bundeskartellamt. Ja. Und wenn man all diese, was man dafür, wie viele Container, Ordner man hin und her schicken muss. Aber auch der Meta-Account, der ist jetzt schon relativ lange eigentlich verfügbar. Ne? Also das... Wie lange das gedauert hat, von dem, bis das verfügbar war, bis das jetzt total. Ja.
Da wird also viel Papier verschwendet worden sein. Tun wir gerade mal so, ja, also wir stellen, das Kartellamt hat an Meta einen Ordner, bleiben wir, ich mag die Beschreibung, hat an das Kartellamt einen Ordner geschickt, wahrscheinlich sogar in Papierform, das müssen wir einfach gerade mal für möglich halten. Gefaxt. Mit ganz vielen Dingen, die ausgefüllt werden müssen, mit ganz vielen Häkchen, die gesetzt werden müssen und am Ende natürlich mit sehr relevanten Unterschriftsfeldern, wo überall so kleine Post-its dran waren. Vergiss ja die Belege nicht. Und dieser Ordner, der stand da einfach bei irgendeinem persönlich, bei irgendwelchen Personen auf dem Schreibtisch rum bei Meta und der wurde immer so, boah, kannst du, die Deutschen, ja, und ich kann mir das wirklich vorstellen und jetzt hat sich einfach jemand erbarmt und hat gesagt, boah, komm, wir machen das jetzt, ich fülle den Kack jetzt mal aus, verdammt, wahrscheinlich ein Praktikant, wahrscheinlich musst du jetzt irgendwie eine Gruppe aus PraktikantInnen da durchgehen und das Ding ausfüllen, wer weiß. Du könntest dir was vorstellen. Ich könnte mir was vorstellen. Und zwar glaube ich, dass durchaus die Quest Pro noch einen signifikanten Anteil gerade im Unternehmensbereich haben könnte. Oh Mann. Hab ich dir weggenommen? Oh. Das wollte ich gerade sagen. Jetzt bist du die Kompetenz und ich nur derjenige, der es nachklappert, ey. Nee, aber mal im Ernst. Also das große oder eines der größeren Probleme, jetzt mal abgesehen von den Datenschutzbedenken, die immer wieder natürlich in Verbindung mit Meta gespielt werden, auch durchaus zu Recht, ist es auch der Fall, dass natürlich kein Support angeboten wurde, dass es eben halt umständlich über irgendwelche zweiten, dritten, Du kannst es einfach nicht kaufen, gerade auch dann in den Stückzahlen, ne? Also gib mal als Firma irgendwie eine Bestellung bei Amazon von, keine Ahnung, 500 Stück auf oder so, das kannst du mal, vergiss es. Ja mal machen. Und dann ist halt einfach auch eben dieser, der Support nicht da. Gut, Meta fährt auch einen Schlingerkurs, was ihre eigene Business Suite angeht, schon seit einigen Jahren, das ist natürlich auch nochmal ein großes Problem. Eine Mehrzahl draus machen, ne? Es gab ja immer mal wieder mehrere unterschiedliche Business Suiten. Ja. Aber da ist jetzt erstmal vor allem die große Hürde überhaupt dann genommen, zu sagen, als Unternehmen, ich kaufe mir jetzt einfach mal eine oder zwei und wir probieren die einfach mal aus. Na, das ist so, also schon dieser erste Schritt überhaupt, sich so ein Gerät mal zu holen, um es mal auszuprobieren. Ist die Hürde jetzt deutlich geringer hier in Deutschland. Das kann ich mir durchaus noch vorstellen, dass das ein Faktor ist. Das ist es halt, genau. Also sie war halt vorher nicht unmöglich. Ich habe das ja mitbekommen. Dann haben sich im Innovationsmanagement-Bereich Leute diese Brille gekauft und haben das dann irgendwie über Spesen abgerechnet. Oder auch mal als Unternehmen auch mal eine Bestellung bei Amazon Frankreich auszulösen, kriegst du auch hin. Ja, geht alles. Aber das sind halt dann tatsächlich nur Geräte, um es mal auszuprobieren, um sie mal in die Finger zu bekommen. Und wir reden eben nicht davon, wirklich große Stückzahlen für eine ganze Abteilung oder sowas zu erstehen. Und das ist jetzt, jetzt plappere ich dir tatsächlich nach, ne? Das ist tatsächlich jetzt möglich. Ich frage mich aber, ob da noch was, jetzt kommt mein eigener Anteil. Ich frage mich, ob das halt jetzt für Quest 2 noch was ändert, weil wenn ich eins aus meinem Netzwerk mitbekommen habe, der Gewinner der letzten Jahre war HTC. Warten wir ab. Von meiner Seite aus machen wir einen Deckel drauf. Warten wir mal ab. Ich glaube, wie gesagt, alles vorbereiten für Quest 3. Kannst mir erzählen, was du willst. Ich meine, es hier und da können, also wir hatten ja auch immer mal wieder darüber gesprochen, über die Importance von so der Möglichkeit, einfach so ein Ding auf den Kopf zu setzen, es auszuprobieren über Brick-and-Mortar-Stores und sowas. Mm. Und hey, vielleicht liegen jetzt ein paar irgendwo im Mediamarkt rum, vielleicht macht Meta ja sogar mal irgendwann in Großstädten. So Pop-Up-Dinger oder so, ne? Der Kurs wieder ein bisschen hochgeht. Mal sowas, ja. Ja, gut möglich. Also die Möglichkeiten haben sie jetzt halt. Und abwarten, was da jetzt passiert. Am Ende bedeutet das für uns noch mehr Werbung. Kauf diese Brille. Aber man müsste jetzt anfangen, Statistiken zu screenen, um zu gucken, wie sich das dann plötzlich verändert. Aber du hast ja gerade gesagt, HTC, ne? Also hast ja schon ja, oh, den, ja, den Hook gebaut. Die also, weil die schlafen ja nicht, das muss man ja sagen. Nee. Man glaubt immer, die machen nichts, aber abgesehen von irgendwelchen komischen Marketing-Tweets auf Twitter. Aber da kommt ja durchaus was, richtig? Also du meinst mit komischen Marketing-Tweets, du meinst die Memes, die sie so rausballern, ne? Also nee, auch irgendwelche komischen Bilder, womit sie Sachen anteasern, wo dann jeder denkt so, why?
du meinst so ein Foto von der, ein Foto von der Ecke der Ecke. Ja, genau, so, exakt. Ja? Oder mit irgendwie so, wo du dann irgendwie mit Helligkeitskontrasten verdeckten Text finden kannst. Ja, das ist schön. Ich finde das cool. Ich finde, also ich meine, guck dir mal an, was Facebook macht. Oder Meta, Entschuldigung. Nichts. Ja. Was die machen mittlerweile ganz gut. Da sitzen junge, innovative Leute, die sagen, ey, wenn mir der Channel gehört, ich mach, was ich will. Ja. Ich mach, was ich will. Ach ja, nein, eigentlich wundert's mich bei dieser Ankündigung oder bei diesem Leak. Es ist ja auch hier wieder, wir haben es ja Sadly ist Bradley zu verdanken. Der Typ hat sich einfach einen Namen gemacht, dass wenn man was leaken möchte, man es ihm zuschickt. Gratulation an der Stelle, gut gemacht. Dass bei ihm Informationen zur, ja, er nennt sie Flocus, also ich glaube absichtlich nennt er sie Flocus. Eine Kombination aus Wife Flow, das ist die erste Pancake-VR-Brille, kann man sagen. Aber egal, wir setzen jetzt voraus, alle Zuhörenden kennen Wife Flow, weil ich möchte da jetzt nicht ins Detail gehen. Und Focus 3 und deswegen diese Kombination aus beiden. Was mir dann irgendwie so klar geworden ist, eigentlich hätten wir auch selber mal so tun können, als würden wir was leaken, weil HTC relativ verlässlich rund um die CES immer neue Produkte angekündigt hat die letzten Jahre. Auch wenn es mal nur dieses Jahr war, es glaube ich nur so ein Bananentracker, den du dir an die Hand machst. Aber die anderen Geräte ist mir dann bei der Recherche erst aufgefallen, sind ja tatsächlich immer um die CES herum angekündigt worden. So, wir erinnern uns an Vive Pro 2, die blau-schwarze Mischung aus Headsets. Fast gelacht. Und ich find's aber ehrlich gesagt das erste Mal, damit übergebe ich das Wort an euch, ich freue mich echt auf den auf das Gerät, weil Quest Pro und Pico 4 jetzt einfach so enttäuscht haben bei mir. Ich auch, auf jeden Fall. Also ich bin ja eigentlich so, also HTC hasst mich ja, weil sie meine dich? Reviews, ja, ja. Das glaubst du nur. Doch, doch. Warum könnt ihr uns nicht, warum mögt ihr uns nicht? Ich mag HTC ja, ich liebe sie sogar für ihre erste Brille immer noch, auch wenn sie danach, nicht so ganz gut daran anknüpfen konnten, aber deswegen bin ich ganz bei dir. Ich freue mich sehr darauf, also A, natürlich schon mal einmal Konkurrenz und durchaus dann auch aus einer Firma, die eigentlich dann, also die zumindest eine gewisse Expertise auf dem Gebiet hat und vielleicht auch aus den Fehlern der Vergangenheit jetzt lernen kann. Also gerade wenn wir uns anschauen, Pancake-Linsen sind drin, damit können sie schon mal ihre komischen Experimente, die sie mit der Vive Pro 2 und der Focus 3 gemacht haben, was das Display angeht, die werden damit hoffentlich beerdigt. Das ist schon mal super. Und dann einfach so dieses, ja, es hat ja so ein bisschen so einen leicht modularen Touch, das ganze Teil. Also deswegen ja auch Flocus, auch wenn sich das auf Deutsch echt nicht so gut anhört. Flocus. Vielleicht für einen, ist es. Aber Locus funktioniert auch in jeder Sprache, oder? Ja, also Flow-Zirkus. Flow-Zirkus. Ja, auch sehr schön. Aber ja, vielleicht ganz kurz mal so zum, ne, damit auch unsere Hörerinnen und Hörer wissen, worüber wir reden. Also das Gerät wird kein Konsumentinnen-Gerät. Also nicht Moment, das wissen wir alles noch nicht. Also alles, doch, was wir gerade diskutieren, basiert auf Basis von Sadly is Bradleys Rendere. Achso, der hat doch recht, alles klar. Recht. Okay. Also sein Track Record ist schon ziemlich gut, muss man sagen. Also ja, er hat schon, glaube ich, ganz gute Connections diesbezüglich. Also natürlich, klar, hast du völlig recht. Das sind die Leaks. Dementsprechend soll es also eben ein Prosumer-Gerät werden, was natürlich wieder in HTCs übliche Strategie der Premium-VR-Brillen passen dürfte und wahrscheinlich auch das Narrativ weitertragen dürfte. Das dürften sie gerne von mir aus mal einmotten, weil das hat so ganz viele falsche Ebenen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Soll über 1.000 Dollar kosten. Es gibt einen Tiefensensor, interessanterweise. Also das, was bei der Quest Pro gestrichen wurde, wo es nur dieses Loch in der Platine gibt. Den gibt es hier entsprechend. Das heißt, vielleicht sehen wir da sowas wie die Erkennung der Umwelt, in Anführungsstrichen, also dass meine Möbel automatisch erkannt werden, dass das Zimmer automatisch kartografiert werden kann.
Menschen nachverfolgen und so weiter und so fort. So, und aber die Daten schickst du nur nach Taiwan, nicht nach China. Die schicke ich nur nach Taiwan, genau. Noch ist das okay. Ja, exakt. Und was haben wir hier? Snapdragon XR2, allerdings nur Gen 1, also kein, soll wohl noch nicht irgendwas Neues sein, also noch nichts, kein besserer Chip drin, 8 GB RAM. Was haben wir noch? Ach so, genau, Modul für Face- und Eye-Tracking ist zwar geplant, das ist auch so ein Ding, was HTC irgendwie immer macht, also das ist nie oder selten direkt drin, sondern dann hast du irgendwelche Sachen, die du dann dran pappen darfst. Ob das jetzt eine gute Idee ist, muss ich zeigen. Und dann gibt's halt dieses Rendering, was Bradley da gebaut hat mit seinem Spezi für solche Renderings. Marcus Kane heißt er. Sieht sehr, also wenn das ähnlich aussehen mag, das ist natürlich dann sehr, sehr, also hochspekulativ, sehr schlank, eben so ein bisschen diese Modularität ist ganz gut zu sehen. Also gerade bei der Y-Flow hat man ja auch diese ganz dünnen Brillenglas, also brillenähnlichen Halterungen am Kopf, so ähnlich wird das ja auch sein. Dann hast du, was sehr, sehr cool ist, muss ich sagen, das hat mir auch sehr gut gefallen an der Flow, so mit als einziges, das ist halt die einstellbare Dioptrien. Durch Danke den, sehr, weil da wollte ich dich fragen, hat das wirklich halt funktioniert? Bisschen, das hat gut, ja, funktioniert, das hat perfekt funktioniert. Das war weil, also ja. Ich nutze die Chance gerade mal ganz kurz für einen Moment. Wir hatten ja letzte Woche oder vorletzte Woche beim Vive Pro Test diese unverständnisvolle Diskussion zum Thema Fliegengitter oder nicht. dann habe ich erzählt, dass ich manchmal Probleme habe, Sterne zu sehen und so, ja. Und dann habe ich jetzt, seit 2 Wochen habe ich die Pico 4 im Zugriff und auch hier erkenne ich ein Moiré, aber ich erkenne kein schlimmes Fliegengitter. Mhm. Ja, ich war dann gestern mal beim Optiker. Sagen wir mal so, es ist echt nicht viel. Es sind irgendwie 0,5, 0,75 oder so, aber also echt Pillepalle. Ja. Aber sie könnten natürlich dazu führen, dass das bedeutet, dass ich deswegen so kleine Details nicht mehr, also es macht mich jetzt nicht, alle Tests und alle Podcasts, die wir jetzt in der Vergangenheit hatten, machen das jetzt nicht hinfällig, liebe Hörenden. Ja, ich bin immer noch eine Virtuose, so was das angeht. Aber ja, also ich überlege, ob ich mir tatsächlich jetzt für solche Fälle irgendwie eine Brille zulege, um dann die letzten 10% meiner Sehkraft auch noch aktivieren zu können. Ich fühle mich dann wie so ein Power Ranger, weißt du, jedes Mal, wenn ich was Geiles sehen muss, Power Ranger aktivieren, zack, zack, Brille auf. Und dann sehe ich alles. Und deswegen musste ich so schmunzeln, als dann jetzt die HTC-Leaks eben Richtung Dioptrienverstellrad ging, weil mich das schon interessiert hat, ob das bei dir funktioniert hat. Ja, weil das geht. Die erste Überlegung gestern im Brillengeschäft war, verdammt, welches Gestell kaufe ich mir jetzt, um demnächst VR-Brillen bequem testen zu können? Weil das ist das, was mir hängen geblieben ist. Und von daher coole Funktion von denen, dass sie das wieder einbauen, und du hast recht, das ist aus der Flow übernommen. Was mir an dem Rendering noch mit am besten gepasst hat, war, wenn das Rendering eben der Wahrheit entspricht, war diese Andeutung, dass man scheinbar den Headstrap hinten, also ab der Mitte teilen kann, mit so einem kleinen Steckerchen, und man sieht auch so ein Stück, dass der hintere Bereich des Headsets abgemacht werden kann. Wir haben ja auch bei der Pro darüber gesprochen, dass es eigentlich für die Zukunft Pflicht sein muss, dass man Headstraps austauschen können muss. Jetzt scheint HTC da so ein Mittelding gefunden zu haben, weil du kannst den Headstrap nicht direkt am Gerät vorne dran, links und rechts abmachen, so wie bei der Quest 2 zum Beispiel. Wahrscheinlich, weil in diesem, sagen wir mal, in diesen 10 Zentimetern Bügel wahrscheinlich Technik verbaut ist, eventuell Lautsprecher, die erhalten bleiben müssen, damit man ordentlich Dampf geben kann, damit du nicht diese Schallplastikröhren wie bei der Quest 2 hast. Wobei selbst da ist ja auch ein kleines Stück dran, fällt mir da ein. Das sind ja auch so 5 Zentimeter, die an der Quest 2 dranbleiben. Das finde ich cool. Also wenn das umgesetzt wird, dann haben sie auf jeden Fall, das ist ein dicker Pluspunkt für mich. Und auch hier wieder, wenn man jetzt darauf guckt, wo die Geräte momentan eingesetzt werden, ich hatte vor 2 Monaten oder so, hatte ich die Focus 3, zu viel Headsets am Markt, da hatte ich die Focus 3 mit diesem Face-Tracking-Modul und diesem Einsatz oder sowas auf. Und klar bin ich bei dir, Ben, auch ich habe im ersten Moment immer das Gefühl, wo ich denke, so, boah, könnte da das nicht einfach da reinbauen? Ja, und die Lösung an sich war cool gemacht. Mit so einem Magnet-Snap geht das Ding da rein, sitzbombenfest, funktioniert. Aber dann hast du halt trotzdem nach außen hin so ein kleines USB-Kabel, was du irgendwie da draußen dran flimmst oder so. Aber
den Markt, den HTC erobert hat und adressiert, ist der Businessmarkt. Und ich glaube, da ist das immer noch ein bisschen verschmerzbarer als im Consumer-Bereich, glaube ich. Das entgeht uns manchmal. Wichtig zu sagen, dass das Ding auch Farbdurchsicht hat, also ein RGB-Kamera, RGB-Sensor. Das heißt also, setzen ebenfalls auf eine Form von Mixed Reality. Muss man natürlich dann schauen, wie gut das sehr alles ist. Der Tiefensensor ist halt drin. Das lässt darauf schließen, dass sie versuchen, also eben halt auch tiefenkorrektes 3D zu zeigen, also richtiges 3D, nicht so wie bei der Pico 4 aktuell, wo das alles 2D ist und alles flach ist. Mm. Ja, im Prinzip, das ist natürlich auch nochmal ein großer Vorteil. Also insgesamt gesehen auch als Paket, und wenn man jetzt schaut, die dürfte, also zumindest von dem Rendering ausgegangen, und das halt, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen, dürfte auch relativ leicht sein. Könnte, mit ganz vielen Könntes, aber so ist könnte es. HTC mal wirklich wieder ein Gerät bringen, was man auch außerhalb von speziellen Anwendungen oder ich sag jetzt mal im außerhalb des Unternehmensbereiches, auch wenn es erstmal wahrscheinlich eben halt im Consumer-Bereich ankommt, aber auch dann spätere Iterationen vielleicht auch mal wieder ein HTC-Consumer-Gerät in diesem Bereich rauskommt, wo man auch wirklich sagen kann, das kann man auch uneingeschränkt empfehlen oder das ist mal wirklich Konkurrenz und macht vielleicht auch Meta mal wieder so ein kleines bisschen Dampf. Oder es öffnet vielleicht die Türen, dass auf Basis des Geräts dann vielleicht noch mal eine Consumer-Version rausgehauen wird. Ja, das meine ich, genau. Hm? So. Hm. Also ich meine, unsere Leserschaft geht auf jeden Fall negativ steil, kann man das sagen, ja, es geht steil, aber negativ, weil halt immer noch dieser alte, in Anführungszeichen, XR2 Plus Prozessor verbaut ist und wir spätestens mit Quest Pro mitbekommen haben, das bedeutet eben nicht einen riesen Grafikanstieg, sondern oft gehen diese Mehrleistung, die man durch den Chip dann hat, eben für andere Tracking, für die Tracking-Sensoren, für den Tiefensensor und sowas drauf oder für ein leicht höher aufgelöstes Display, ja, das heißt, am Ende, ja, Grafisch-Technik ist da erstmal das Gleiche zu erwarten, wie wir es jetzt bei Quest Pro, Quest 2 und bei Pico 4 eben auch sehen. Mir selber hat jetzt, nachdem ich 2 Wochen Pico 4 aufhabe, aber auch hier nochmal gezeigt, nur weil der gleiche Chip verbaut ist, muss das nicht gleich besser sein. Also das ist erstaunlich. Also wirklich auch beim direkten Vergleich von identischen Spielen zwischen Quest 2, Quest Pro und auch Pico 4, wie unterschiedlich diese Spiele dann auf den Geräten aussehen, was ich einfach in dem Moment solchen Spielereien zuschreibe wie asynchrone Space Warp, vielleicht, also diese ganzen Meta-Schnickschnack-Software-Sachen, die im Hintergrund der Quest 2 eben laufen, von denen man nur selten was mitbekommt, die aber den Gesamteinbilddruck deutlich besser machen. Ja. Also das war wirklich hart. Ja, es war wirklich hart für mich. Mein geliebtes Walkabout auf der Pico 4 zu spielen war nahezu unmöglich, weil alles sich zu Tode am Flimmern war, trotz höherem am Display. Und bei den anderen beiden Geräten, selbst bei der Quest 2, das nicht der Fall war. Aber ja, HTC, also wir wissen, ihr hört diesen Cast. Ja. Es lastet viel auf euren Schultern. Ja, ihr merkt das schon, wir haben eine richtig hohe Erwartung. Und ihr habt jetzt noch 4 Wochen Zeit. bis zur CES. Diese Checkliste Dinge, steht hier. Ihr braucht die nur nachhören. Die Dinge reinzuhauen, die wir haben wollen. Können wir das nochmal zusammenfassen? Also bitte enttäuscht uns nicht mit austauschbaren Headstraps hinten. Genau. So, wahrscheinlich bedeutet das größer oder kleinerer Akku, hätte ich jetzt mal behauptet. Ja, so mehr braucht's ja auch erstmal nicht. So, gehen wir davon aus, oder ein bequemeres Ding oder so kann ich da reinbauen. So. Max, du hast schon gesagt, Face-Tracking und Eye-Tracking wird als Modul später nachgeliefert. Okay, gehen wir mal davon aus, der Leak stimmt. Ben gibt hier volle Credibility an Sadly's Bradley. Dann kann man das verschmerzen. Wir können das ja kurz machen. Es wird Controller. Die Quest Pro, die wir haben wollten. ich weiß nicht. Also, also die Controller sehen schon herrlich oldschool aus. Sagen wir mal so. Können wir die weglassen, weil sonst wird das schon wieder, ja schon wieder anfangen. Nein, bitte nicht. Ja, gut. Also bei den Controllern ja so ein bisschen, also bitte gibt's ja auch mal Menschen in die Hand, bevor ihr die produziert.
und macht's nicht nur am Computer und sagt, sieht gut aus, Freigabe, ab in den 3D-Drucker, sondern lass mal verschiedene Menschen diese Controller in die Hand nehmen. Noch irgendwas? Preis. Also die PSVR 2 Preisdiskussion ist ja grandios für mich ausgegangen. Ich habe ja, wer sich nicht erinnern kann, ich habe ja gewonnen. Okay. Geht das wieder los? Wollen wir noch kurz einen Preis verhängen? Ich sag 1.300 Euro. Meinst du wirklich, dass HTC eine Brille rausbringt, die günstiger ist als die Quest Pro? Das glaube ich allerdings auch fast nicht. Also ich würde Minimum sagen, gleichziehen. Also 1.499 wird dran stehen. Ja. Also sehen wir die. Das Ding ist dann am Ende Bruttolistenpreis Deutschland ähnlich. 1.800 Euro Quest Pro, ja. Irgendwie so, ja. Boah, nee, ich halte diesmal dagegen und gehe runter, Leute. Ich sag, wir sehen das Ding für also brutto, ja, wir reden jetzt mal, wir machen es mal einfach für uns. Wir sagen mal jetzt Bruttopreis, sag ich, 1.400 Euro. Und ich verargumentiere das damit, weil keine selbstgetrackten Controller dabei sind. Also wenn sie halt diese AR-Technologie benutzen, das ist günstiger zu produzieren. Und sie ziehen halt das Face-Tracking raus. Ja, das Modul, das Face-Tracking-Modul bin ich voll bei euch. Locker nochmal 250, 350 Euro obendrauf später. Ja, locker. Mhm. Aber dadurch, dass sie das rausnehmen jetzt, könnte ich mir vorstellen, sie können in dem Preisbereich landen. Merkst du, was er macht, Max? Das ist ganz clever, ne? Ganz knapp drunter bleiben und sagen, ja, ich war ja näher dran. Das ist seine Strategie. Ich sehe das. Ach, Leute, ein bisschen Spaß muss sein. Gut, HTC, bitte enttäuscht uns nicht. Ihr seid unsere letzte Hoffnung. Woher ist der Satz nochmal? Ach. Ja, aber es gibt ja auch noch Valve, ne? Da bist du tiefer im Thema, da musst du. Wir wollten doch nicht über Controller reden. Ja, okay, dann ist. Die nächsten, also Max, bitte leg los, die nächsten 20 Minuten gehören dir, weil da kann ich nicht mitreden, was bei Ich gehe mir mal einen Kaffee holen. Okay, ja. Also, ich meine, man weiß ja schon länger, dass Valve höchstwahrscheinlich eine neue Brille bearbeitet. In dem Rahmen ist es auch vielleicht interessant, dass jetzt das erste Mal, seitdem die Index verfügbar ist, sie nicht mehr im Steam Sale prominent platziert wurde in der Werbung. Die ist natürlich jetzt auch schon ziemlich alt. Und kürzlich gab es eben ein Leak, oder nicht ein Leak, es wurde ein neues Patent angemeldet für neue Controller, auch von Valve, die viele Dinge, die auch über die Deckard schon mehr oder weniger bekannt sind oder die spekuliert werden, halt bestätigen. Also dass es höchstwahrscheinlich eben ein Inside-Out-Tracking geben wird. Und zwar, also streng genommen hatte die Index das ja auch, nur dass sie quasi noch diese externen Sensoren hatte. Aber dass sie eben im Stile von Quest und anderen Brillen ein Inside-Out-Tracking benutzen wird. Und in dem Patent ist aber auch irgendwie wohl mehr oder weniger angedeutet, dass die Controller sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus dem Index-Controller und einem Oculus-Touch-Controller. Haben Tracking-Ringe, die wohl entweder quasi über die Brille getrackt werden, oder es gibt wohl auch die Möglichkeit, das weiterhin über diese externen Basisstationen zu tracken. Ob das dann am Ende wirklich so rauskommt, who knows, aber sie haben ja mit der Index auch schon gezeigt, dass sie so ein bisschen diese Rückwärtskompatibilität halt aufrechterhalten haben. Also interessant dabei ist ja, dass nach wie vor immer noch das Lighthouse-Tracking gerade im industriellen Einsatz oder auch im Business-Einsatz das absolute Nonplusultra ist. Ja, klar. Also das geht ja sogar so weit, dass selbst so Brillen, so Exotenbrillen wie jetzt hier diese Schweißerbrille von Philips, Maxon oder so, Maxon 5, ich weiß es gerade nicht, aber diese Dr. Octopus-Brille, die ich so gefeiert habe, als sie prototypisch vorgestellt wurde, die aber jetzt immer klobiger wird, weil da jetzt auch das Steam-VR-Modul für entwickelt. Du meinst Panasonic, oder? Was habe ich gesagt? Philips. Ja, ich meine Panasonic, Entschuldigung. Fake News. Ja. Selbst die wird ja noch mit einem Lighthouse-Modul nachgerüstet. Also das Thema ist immer noch relevant. Ich frage mich aber, welche Strategie Valve damit verfolgt, weil außer dass sie dem Nischenmarkt einen Gefallen getan haben mit der Index, ist er ja jetzt auch irgendwie nicht wirklich was passiert, so irgendwie. Also weiß ich nicht. Wir haben das Ding so rausgehauen, hier bitte sehr. Haben wir für euch gemacht. Tschüss. Ja. Ja. Und ich glaube, die verdienen ihr Geld halt mit Software, ne?
Und haben aber, ich meine, wir haben jetzt verdienen auch das Geld mit der Software anderer. Genau. Wichtig. Meistens. Und ja. Das Steam Deck zum Beispiel ist ja auch, also das Steam Deck ist der perfekt, eigentlich das perfekte, das, ich glaube, das Steam Deck ist im Prinzip so ein Hinweis, wo die Reise für Valve halt hingeht, dass sie halt. Schneidet man sich's auch vom Kopf? Dass sie Hardware produzieren, die halt explizit dafür gedacht ist, Steam Games halt zu konsumieren. Und dass sie aber auch sagen, ja, ihr, also im Prinzip, wir produzieren Hardware, wir gehen konkret auf Gamer oder Gamerinnen ein. Wir produzieren eben nicht für die Industrie. Das ist halt ein Gerät, das für Endnutzerinnen gedacht ist, die halt zocken wollen. Wir haben hier unser eigenes Betriebssystem. Und alle, die dieses Produkt irgendwie testen, sagen ja, dass es ein ziemlich geiles Gaming-Handheld ist. Es hat natürlich auch so seine Einschränkungen, weil es halt eben letzten Endes viele Sachen über Proton machen muss. Aber ich glaube halt, dass sie auch mit der Index einen ähnlichen Weg gegangen sind, dass sie halt bei der Index ist es natürlich viel mehr Nische, aber sie pushen halt so ein bisschen die Boundary. Und ich würde sagen, die Index ist immer noch eine der besten VR-Brillen, die man halt kaufen kann. Nicht wegen, also sie ist mittlerweile veraltet, gerade wegen der Auflösung. Aber Valve macht halt einfach ein paar Sachen, die sonst niemand gemacht hat. Also die Index ist einfach immer noch von den Brillen, die ich bisher so auf hatte, die bequemste Brille, die es halt gibt. Die Index-Controller sind echt einfach, schwer ist, ne? Obwohl sie echt genau. Schwer ist. Also ja. Vor allen Dingen frontlastig, das Teil. Genau, aber man kann sie halt viel, also in vielen Bereichen gut einstellen und du hast halt einfach ein ziemlich angenehmes Face-Cushion. Und dann auch einer dieser Straps, die jetzt auch wieder in den neuen Controllern sein werden. Ich hätte niemals gedacht, dass ich dachte immer so, ja, ist halt, ich schmeiß meinen Controller schon nicht durch den Raum, wenn ich irgendwas mache. Mhm. Aber was das für ein Komfortzugewinn ist, ist mir damals bei Half-Life Alyx klar geworden, wo ich mal längere Zeit in VR verbracht habe, wenn man seine Controller nicht festhalten muss. Ja, also, ja, klar, sondern also, du kannst mal so die Hände strecken oder die Hand kurz mal, ne, das ist. Genau. Also, gerade wenn man bei längeren Sessions ist das halt, und das sind all diese, und auch die Audiolösung, also all diese Dinge, an die man am Anfang gar nicht denkt, weil man denkt, ja, ich will halt ein Gerät, was eine geile Auflösung hat und ein klares Bild und vielleicht noch einen guten Sound und vielleicht einen Headstrap, der nicht mir sofort die Birne einquetscht. Oder hat man gesehen, wie viel Research und wie viel. Aber total, die Sache ist ja jetzt drei Jahre später, wie alt ist die Index jetzt? Kann ich gar nicht aus der Hüfte schießen, wie alt die mittlerweile ist. Könnte man jetzt nachgucken, aber tun wir einfach so, als hätten wir alle gerade kein Internet. Also sie ist schon ein bisschen länger auf dem Markt. Ja. Und ich frage mich halt auch, so also klar, höre ich dir gerne zu und ich weiß das auch zu würdigen und ich weiß auch die Fans zu würdigen, aber was hat's am Markt verändert? So nichts der Sachen hat sich als Standard durchgesetzt, wirklich, ja. Gut, man könnte jetzt über die freischwebenden Lautsprecher diskutieren, die mit Sicherheit, also freies Hören ist mit Sicherheit so eine Art Goldstandard bei den Out-of-the-Box-Geräten geblieben, aber da gab's jetzt vorher dann auch eine HoloLens, die hatte auch schon so freischwebende Lautsprecher verbaut, aber die Tatsache, also die Frage ist halt, um welchen Markt geht es halt, ne? Also, ja. Ich glaube, Valve will halt nicht den VR-Hardware-Markt mit ihren Brillen so verändern, dass alle sich an der Index orientieren oder dass die Index halt das meistverkaufte Produkt ist. Wenn das halt so ist, sind die natürlich happy. Aber wenn sie das wirklich wollen würden, hätten sie wahrscheinlich den Verkauf auch subventioniert. Sondern die verkaufen halt ihre Produkte und machen halt mit den Produkten so ein bisschen Gewinn. Und denen geht's halt vor allem darum, glaube ich, für diesen, entweder wird das voll der Zukunftsmarkt oder auch nicht, aber es gibt auf jeden Fall Menschen, die VR-Games zocken. Und Valve geht's, glaube ich, einfach nur darum, dass Steam da und Steam VR da halt eben dominant und möglichst relevant ist. Ja, es gibt ja diesen Begriff von Valve Time, ne? Und der ist, glaube ich, in diesem Zusammenhang auch ganz interessant, wenn man so generell ihre Strategie sich anschaut, wie sie mit Spielen umgehen, also mit ihren eigenen großen Marken, da wo irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Jahre lang, ob trotz riesiger Fanbase überhaupt nichts passiert. Und ich glaube auch so ein bisschen diese Hardware-Geschichte, das ist so ein bisschen Experimentierfeld. Ich glaube auch, das hat viel mit Gabe zu tun, der selber ein großer Hardware-Fan ist, der selber schaut, wie können da die Grenzen versetzt werden. Da geht es unter anderem auch um Brain-Computer-Interfaces, mit denen er rumexperimentiert. Und ich glaube, dafür hat er einfach so seine
seine Abteilung, die so eine ich nenne es jetzt mal eine Innovationsabteilung, weil keiner kann da genau reingucken. Valve ist ja sehr, sehr strikt, was überhaupt total, Informationen ja angeht, die nach außen gehen. Und ich glaube auch, die Index, das ist so ein Ding, genauso wie mit Half-Life Alyx, das entsteht aus diesem Innovationsbestreben heraus, aber ohne ernsthaft den Plan zu haben, damit viel Geld zu verdienen oder irgendetwas großartig verändern zu wollen, weiterbringen zu wollen, ja, aber erstmal um auch zu schauen, was ist überhaupt möglich, wo entwickelt es sich hin? Und ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch die Weitsicht schon so groß war, ähnlich wie sie eigentlich auch bei Zuckerberg ist, der sagt, okay, das ist erst in 10 Jahren wirklich viable oder wird dann erstmal entsprechende Ergebnisse bringen. Nur anders als bei Meta stehen die überhaupt nicht unter Druck, sondern machen es einfach, weil sie es können, weil sie Bock drauf haben und weil ihr anderes Geschäftsmodell noch funktioniert sozusagen. Vollkommen. Sie brauchen es nicht. Genau. Ja. Meta hat den Druck, dass ihnen hintenrum das Geschäftsmodell wegbröckelt, während sie vornerum versuchen, neue Pflastersteine auf den Boden zu hauen, um ihren Weg weiter zu ebnen. Und bei Valve ist das so ein Beigeschäft. Und okay, also ich verstehe das. Es ist so ein bisschen Idealismus, der, glaube ich, auch bei dieser ominösen Firma mitschwebt. So die Leute, die dieses Unternehmen feiern es eben aufgrund dessen, was es ist. Und weil sie so ehrlich und offen sind, was immer wieder seltsam ist, weil ich mich ganz klar an eine Zeit erinnern konnte, wo Leute auf Newell und Co. richtig sauer waren, weil er diesen digitalen Markt mitgeebnet hat. Aber jetzt sind sie die Guten, okay? Ja. Ich kann damit leben. Jetzt sind sie plötzlich die Guten. Man sieht also, sowas ist durchaus möglich, Mark. Ja, streng dich an, dann kriegst du das vielleicht auch in 20 Jahren hin, dass Meta plötzlich zu den Guten gehört. Aber es zeigt natürlich jetzt, wenn ich das raushöre, dass wir auch einfach, glaube ich, mal ganz kurz den Moment nutzen können und sagen, es ist scheiße, wenn Meta morgen anfängt, keine Headsets mehr zu produzieren, wobei das noch ein langer Weg ist, bis Meta von der Bildfläche verschwindet, weil Unternehmen, die viel, 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 viel weniger Geld verdienen, HTC, Pico, gerade trotzdem Headsets bauen. Also Headsets bauen ist nicht mehr das Ding. Und wenn Meta morgen vom Markt verschwinden sollte, dann wird das Wissen eventuell noch verkauft werden können. Und eventuell sind es dann Unternehmen wie Valve und Co., die das Ganze eben aufkaufen und zukünftig dann weitere Headsets bauen und den Markt beliefern. Also das ist so ein Ding, wo man sich gerade mal kurz zetteln kann. So, man kann sich kurz setzen und sagen, ey, es gibt Hidden Champions. Ja, tun wir gerade mal so. Die das machen. Aber trotzdem bin ich natürlich, ich meine, ihr kennt mich jetzt ein paar Jahre, ich bin natürlich von Schlag Mensch, wo ich sage, haut raus damit, so haut mal ein bisschen auf die Kacke. Und das macht halt Valve überhaupt nicht. So, sie machen wahrscheinlich extrem viel Research im Hintergrund, aber keiner weiß davon. Ja, sie posaunen das aber nicht raus und bringen diese Geräte dann auf die unerotischste Art und Weise, wie ich mir das nur vorstellen kann, auf den Markt. So, ja, hier ist jetzt das Steam Deck. Halt alles seine Vor- und Nachteile. Also bei Meta sieht man sehr, sehr viel. Die hauen auch sehr viel raus, auch gerade über Blogs etc. Die hauen auch viel von ihrer Vision raus. Man sieht den Backlash, den das teilweise bringt, vor allem auch von vielen auch Medien und Menschen, die es einfach nicht verstehen oder noch nicht viel damit zu tun hatten. Großes Problem. Mhm. Und Valve hat halt den großen Vorteil, die köcheln in ihrer Küche schön vor sich hin. Und wenn das Produkt fertig ist, dann bringen sie es auf den Markt. Das hat auch seinen Charme. Weil sie eben sie auch die ganze Diskussion, die sich dann also jetzt stell mal vor, das Steam Deck hätten sie vorher in Raten angekündigt und es wäre immer mit der Switch verglichen worden und dann, ja, wieso ist denn das, was ist das für eine Entscheidung und warum dieses und warum jenes? Stattdessen haben sie es angekündigt, es kommt auf den Markt, du hast es in der Hand und sagst, geil. Keiner schreibt darüber, oh Gott, was für ein, ne, also warum habt ihr das nicht gemacht oder das nicht gemacht, oder es ist halt in deutlich geringeren Proportionen der Fall und das sorgt natürlich dann wiederum dafür, dass die insgesamt die positive Rezeption einfach überwiegt. Während man, das sieht man auch häufig bei Early Access Spielen, da sind wir wieder bei Steam etc., ne? Also wenn da Sachen immer so Stückchen und Häppchenweise kommen, du hast immer ganz, ganz viel Vergleich, Kritik etc., weil dir das Gesamtbild auch fehlt, was am Ende da sein müsste. Und in dem Zusammenhang hast du dann immer mal wieder das Problem, dass die Rezeption dann am Ende vielleicht nicht so gut ist, wie sie hätte sein können, wenn man sich ein bisschen bedeckter gehalten hätte. Und jetzt darfst du, Rumpelstilzchen, noch mal was nur zuhören, sagen. Dass die Geräusche kamen von mir. Ich musste mich melden und stark widersprechen. Ich finde aber, Valve zieht sich da einfach auch voll aus der Verantwortung und sie geben auch gar keine Angriffsfläche für negative Kritik, weil die Hardware, die sie gerade produzieren, absolute Nischenprodukte sind. Und wenn man sich auf YouTube und Co. so ein bisschen die Leute anguckt, die das bewerten, sind das halt
Nerds oder Leute, die technologieaffin sind. Du meinst, das ist die Zielgruppe. Natürlich, natürlich ist das so, dass aber nicht die Konsumer, weißt du, das sind keine, also jemand, der sich da, oder ein Kind oder eine jugendliche Person, die gerade überlegt, sich ein Handheld zu kaufen, die überlegt vielleicht, gut, je nachdem wie jugendlich oder so, aber die überlegt nicht Steam Deck oder Switch, sondern die kauft sich einfach die Switch, weil im schlimmsten Fall kennt sie das Steam Deck gar nicht. Ja, und die Leute, die das Steam Deck draußen gerade feiern, das sind die, die freuen sich, geil, endlich mal ein Headset mit einer Linux-Distribution drauf. Und ich denke, was Linux am Arsch? Ich will keinen Linux, ich will einfach nur das Ding anschalten und zocken. Dann bist du aber nicht die Zielgruppe. Doch, total. Total bin ich die Zielgruppe, weil ich habe zwei Kinder, die wollen vielleicht irgendwann mal zocken. Ich beschreibe mich als jemand, der zwischen beiden Welten unterwegs ist. Ja, also ich kann Nerd sein, ich kann aber auch über die Straße laufen und mich mit normalen Menschen unterhalten. über nein, kann ich, also kann ich glaube ich nicht mehr. Aber ihr wisst, was ich meine. Angeblich, ich meine, das ist nicht bestätigt, weil Ralf natürlich nicht darüber spricht, aber angeblich haben die ja schon über 1 Million Geräte verkauft. Hm. Was jetzt? Die sind so der stille Gönner, okay, so, ne? Die sitzen so einfach so mit und sagen so, ja, macht ihr mal, streitet ihr euch mal so ein bisschen. Ich wollte am Anfang, als wir über das Steam Deck angefangen haben zu sprechen, wollte ich sagen, Steam Deck ist für mich das Game Gear der aktuellen Handhelds, so, das gibt's, das ist technisch ausgereift, aber interessieren tun sich nur die wenigsten dafür. Aber nachdem ich euch jetzt zugehört habe, ja, vielleicht ist das wirklich so, dass sie das gerade einfach in der Position, in der sie sind, sie können das voll auskosten und aussitzen. So, sie machen ein bisschen Research und irgendwann erreichen sie dann den Punkt, wo sie sagen, oh, jetzt haben wir eigentlich genug auf dem Blatt Papier, um daraus ein Gerät zu machen. So, lass mal genau, versuchen. Genau, also ich meine, das Ding ist halt, das ist ja nach allem, was man so hört, also ich habe selber keins, aber was man, es ist ja tatsächlich ein sehr gutes Gerät. Klar. Und es ist auch repairable und so weiter und so fort. Das Steam Deck. Genau, das Steam Deck. Und letzten Endes, aber bei Steam Deck, und das ist ja auch, hat Gabe im Prinzip ja auch gesagt, geht es eigentlich darum, sozusagen PC-Gaming auf den Mobile-Markt zu pushen. Ja. Und das ist letzten Endes, und deswegen sind die ja happy, dass es viele andere gibt, die auch Sachen bauen. Und wenn es irgendwann so ist, dass quasi diese Geräte immer besser werden und sich Leute am Steam Deck orientieren und so weiter und so fort. Weil das für sie am Ende halt einfach gut ist, weil das sozusagen die Steam-Plattform halt eben auch in einen ganz anderen Consumer-Markt langsam bringt. Genau, das ist wichtig, was du gerade sagst. Und auch die gesamte Diskussion, die wir gerade hatten, Valve macht ihr eigenes Ding. Und da möchte ich jetzt gerne den Bogen wieder zurückschlagen zu dem Controller-Patent. Denn das ist so eines meiner größten Probleme, dass ich mit diesem Bericht habe und diesem Patent. Ich meine, Patente gab es tausende auch. Ne, damals für die PSVR 2 gab es in den letzten 4-5 Jahren angeblich so und so viel 1000 Sachen mit Holographie und irgendwelchen Kram und selbst auch selbsttrackenden Controllern etc. Und die Frage, die sich jetzt aber an dieser Stelle stellt, wenn wir das im Hinterkopf haben, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich, dass die ihr eigenes Ding machen und versuchen, Boundaries zu pushen, ist dann ernsthaft so ein Touch-Controller das, was sie als nächstes für ihre Valve Deckard bringen werden? Schaut euch alleine an die Index-Controller. Jetzt mal abgesehen davon, dass die ein bisschen fragil sind. Aber die waren und sind immer noch hervorragend für, gerade für so interaktive Dinge generell, auch so diese, das Finger-Tracking, das Gefühl darin, auch mit dem direkt vorhandenen Handstrap drum zu, etc. pp. Das war schon deutlich besser als alles, was wir bis dahin sonst so in diesem Bereich gesehen haben, ne? Grüße an HTC mit euren Knüppeln, die ihr teilweise immer noch mit der Pro 2 zum Beispiel verscherbeln wollt. Können nichts für, die Knüppel sind ja von Valve designt worden, glaube ich. Ja, um die Konkurrenz zu schwächen wahrscheinlich. aber wenn ich mir die angucke, die Index-Controller, und jetzt machen sie im Prinzip Touch-Controller mit einem Schalter für Inside-Out oder Würfel-Tracking. Sorry. Glaube ich nicht. Aber es hat doch auch immer noch Finger-Tracking, es hat immer noch dieses Band und wer weiß, was es sonst noch für diverse Dinge hat. Hm. Also die haben ja auch extrem gute, mittlerweile sehr gute Sticks. Also wie zum Beispiel, die im Deck verbaut sind. Also
die den Index, das war ja so bei der Index, zum Beispiel bei den X-Controllern so ein bisschen das Problem, dass die Sticks manchmal ein bisschen kaputt gegangen sind, gedriftet sind. Also ich meine, ich glaube, sie nitz, also klar wäre es natürlich schön, wenn man jetzt denkt, wenn man es jetzt vergleicht mit den Quest Pro Controllern, die einen Chip drin haben, die Inside-Out-Tracking mit Kameras und Sensoren und dies und das haben. So, mal schauen, wie sich das am Ende halt, also wie gut das Tracking ist, darauf kommt es ja letzten Endes an, weil es, glaube ich, so von der Haptik, also auch, es ist ja nicht nur das Finger-Tracking in den Index-Controllern ist großartig, sondern auch so das haptische, genau, Feeling, was man halt kriegt durchs Rumble-Pack sozusagen. Ja. Ja, also wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass die zu einem Tracking-Ring gehen. Das ist mir, also ich glaube, das ist nicht innovativ. Ich bleibe dabei, Ben. Also ja, es ist ultimativ, wie cool die Quest Pro Controller daherkommen. Aber wir haben beim letzten Mal festgehalten, dass wir Stand heute dass die Studios damit nicht arbeiten können, wenn sie Games produzieren, weil da immer noch ein Großteil der Geräte unterwegs draußen sind. Also wir haben einen fragmentierten Markt jetzt. Ja gut, aber das hieße ja, ja, wenn ich nach deiner Logik gehe, du darfst nie wieder neue Controller machen, weil die anderen Controller ja nun mal einfach verbreiteter sind. Das nicht, aber es ist auf jeden Fall schwer. Also ich meine, warum haben wir bei PlayStation, Xbox und Co. immer noch das gleiche Button-Layout? Ich würde jetzt nicht sagen, weil es das perfekte Button-Layout ist. Wir haben uns halt alle dran gewöhnt. Aber es ist einfach das, du kriegst es nicht mehr gekippt gerade. So, das ist, du hast einen Point of No Return erreicht. Und das ist jetzt bei VR-Brillen definitiv nicht so, aber es dauert deutlich länger. Und ich glaube einfach, für mich ist es so, ja, wenn ich die Controller sehe, Shoutout an die einzige Person, die den HTC, die den Valve Controller Leak kommentiert hat, nämlich Mike Schmidt. Und Mike Schmidt hat geschrieben, dass die Tracking-Methode Mist ist, er will nie wieder antike Tracking-Ringe sehen, so. Ja, für dich. Ja, bin ich ganz dabei. So, Shoutout an Mike. Aber das ist halt, ja, ich glaube, da sind wir einfach verwöhnt. Stellt euch darauf ein, dass das erstmal die nächsten 2-3 Jahre so bleiben wird, weil es einfach kostentechnisch, ich meine, wir reden hier von 300 Euro Controllern, die im Package der Pro eben im Gesamtpreis der Pro irgendwo einkalkuliert sind, ja. Ich behaupte nach wie vor, der teure Preis bei PSVR 2 sind mit unter anderem die Controller, weil sie so viel Schnickschnack verbaut haben. Und trotzdem haben sie noch Trekkingringe. Ich glaube, Trekkingringe ist einfach die günstigste und ausreichendste Methode leider. Fertig. Ja, also ich meine, die Index kosten ja auch so viel, ne, fast. Die was? Die Index-Controller kosten ja auch so viel. Fast. Aber Lighthouse-Tracking ist nochmal eine andere Nummer. Da brauchst du halt auch andere Technologie als nur ein paar sinnvoll angeordnete Infrarotlämpchen. Ne? Ja. Also auch was den Energieverbrauch angeht, das sind die aktiven, sage ich jetzt mal, die aktiven Controller im Lighthouse-System immer noch deutlich teurer in der Produktion und auch komplexer als optisch basiertes Tracking in die Controller. Korrekt, ich meine jetzt auch im Vergleich zu den Quest Pro Controllern halt. Ach so, also, ja. Mag sein, dass sie das, ne, dass sie genau diesen Weg gehen und dass es vielleicht auch Kostengründe hat, kann ich mir gerade ehrlich gesagt nicht so ganz bei Valve vorstellen, weil wenn die irgendeine geile neue Möglichkeit hätten, VR-Controller besser zu machen, dann würden sie das ungeachtet des Preises aus meiner Sicht tun, eben weil sie eben nicht auf eine Masse gehen, sondern eben auf Enthusiasten und einfach schauen, wohin es sich entwickelt. Da bin ich relativ fest von überzeugt. Und das ist eben halt auch der Grund, ich kann mir nicht vorstellen, also schauen wir uns VR-Controller generell mal an. Das ist noch lange nicht das, was Virtual Reality und dann später vielleicht auch Augmented Reality als Eingabegerät braucht. Das sind immer noch Sachen, die ich in die Hand nehmen muss, wo ich mich mit vielen Knöpfen etc. auseinandersetzen muss. Ich bin relativ stark davon überzeugt, dass es weiter in Richtung, auch in der Mischung, auch mehr in Richtung Handtracking gehen muss in Zukunft. Und da sind wir noch längst nicht am Ende der Fahnenstange. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass nach so vielen Jahren, in denen da vielleicht eine Deckard oder so in Entwicklung ist, dass es dort wirklich nichts mehr gibt als so ein fucking Tracking-Ring. Nein, sobald die Technologie günstiger wird, um so einen Controller, ich meine, guck mal, ey, mit dem, es ist auch was das Thema Ressourcenverschwendung oder Ressourcennutzung angeht, auch einfach fragwürdig, ob wir übermorgen in jedem Controller, wie bei der Quest Pro, so viel Technologie drin stecken haben, dass du da, weiß ich nicht, Quake drauf zocken könntest, auf dem Controller.
Ja, also ja, gut, okay, das Ganze dann ja auch auf die VR-Brillen ausweiten und dann machen wir bitte in Zukunft nichts anderes mehr als irgendwie, dann bleiben wir an einem ganz bestimmten Punkt stehen, weil der die Rest die Controller sind dann das Hardware-Expansion-Pack, meinst du sozusagen, so, ja? Wie ja, man kann aber auch sich einfach die PSVR 2 kaufen und die dann 8 Jahre lang benutzen. Ja, aber weißt du, wenn ich auf die Uhr gucke und sage, wir haben gerade eine runde Stunde, dann reden wir jetzt nicht mehr darüber, dass wir mit der PS 6 ist es dann jetzt, noch 6 ja, Jahre warten müssen. 6. Wobei, dann hast du ja noch einen Zyklus von 10 Jahren, in denen du überhaupt versuchen kannst, an sie zu kommen dann, ne? Also. Gut, es würde natürlich, ja, also ich glaube, laut Zeitrechnung hat Sony deswegen die PS 6 so weit nach hinten verschoben, weil eigentlich du PS 5 offiziell, der offizielle Release ist erst nächstes Jahr. Ja, ganz gut läuft. Nach Sony Time oder was? Ja. Der Early Bird, Early Access. Ja. Ja. Sie hauen dann noch mal eine kleinere PS5 raus. Eine Pro ist nicht drin, dafür gibt es so wenig Halbleiter gerade am Markt. PS5 Portable oder was? Transformer. PS5 Transformer. Ach, ist das so, dann. Cool. Ja. Habe ich schon, ich bin der neue Steiner ist Bradley. Sadly ist Steiner. Sadly ist it's Steiner. Nein, bitte, lassen wir das. Merkt ihr das? Immer wenn es in diese Art von Diskussion geht, kommt der Punkt, wo wir unserer Hörerschaft den Gefallen tun sollten und sollten den Cast jetzt an der Stelle beenden. Was wir lange nicht mehr gemacht haben, ist, wir haben ja mit Sicherheit jetzt auch über 20% neue Hörerschaft dazu gewonnen, einfach weil wir so gute Arbeit leisten. Und vielleicht, liebe Hörenden, wusstet ihr das noch gar nicht, ihr könnt ein Mixed.de tatsächlich unterstützen. Bucht einfach ein Steady-Abo, ein Mixed-Plus-Abo, gibt's bei uns oben auf der Seite. Und vielleicht verlinken wir es auch einfach hier nochmal ist es eigentlich in jeden Shownotes auch drinne. Ja. Und damit würdet ihr uns helfen, dass wir demnächst den Podcast auch nochmal 10 Minuten länger machen könnten. Um dann über Sony zu sprechen. Jetzt müssten wir hier genau schneiden, weil das Zeit aufgrund des Budgets das Zeitbudget weg ist. Ja. Weg ist. Wenn ihr das nicht tut. Oder 10 Minuten kürzer. Ja, ohne Scheiß. Eigentlich müsst ihr das so rumverkaufen. Je mehr Geld wir bekommen, umso kürzer können wir. Das macht eigentlich Sinn, weil umso mehr Vorbereitungszeit haben wir. Und umso mehr Zeit. Schalten Sie mit 10 Euro die letzten 10 Minuten frei. Boah, ich merke das schon. Ich bin einfach zu nett. 10 Minuten länger habe ich bescheuert. Kein Fall. Ja, wir machen dann hier Stopp. Ja. Ich habe alles gesagt. Okay. Danke fürs Zuhören.